Hallihallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Roadmap für den August 2025, entschuldigt 2024 natürlich. Erster Teil deshalb, weil morgen der zweite Teil der Roadmap erscheinen wird und wir gucken uns heute schon mal den Teil 1 der Roadmap an. Link zu der Roadmap ist in der Videobeschreibung. Wir gehen mal vor allen Dingen einfach das durch, was relevant ist für Deutschland. Den Rest werden wir eher so überfliegen. Es geht unter anderem um Frankfurt-Fulda, die Kinzigtalbahn, um den Flixtrain BR193 Vectron, um die Pfälzische Ludwigsbahn, die gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an, sowie Zwolle-Groningen, genauso wie die Tadami-Line, was es da so zu sagen gibt. Ich würde sagen, wir gucken mal eins nach dem anderen durch. Die Abbildung, die kennt ihr schon von gestern. Das sind die DLCs hier auf der linken Seite, die mit TSW 5 erscheinen werden. Plus MBTA Commuter scheint wohl auf jeden Fall bald innerhalb der nächsten 3 Monate zu erscheinen. In dem Zeitraum 3 Monate plus wird dann die Pfälzische Ludwigsbahn erscheinen, die Strecke Zwolle-Groningen, die Tadami-Line und eine deutsche Lok. Wie gesagt, alles gestern schon durchgesprochen. Da werden wir dann mal abwarten, wann das Ganze releasen wird. Hier nochmal die Übersichtsgrafik, was in Transworld 5 dabei sein wird. Die Hauptstrecke, die Standard Edition, wird das hier mit reinbringen, diese 3 Strecken. Die Deluxe Edition wird dann auch noch den Flixtrain, Avanti West Coast BR Class 390 und Cajon Pass mit reinbringen. Plus den 5 Tage Early Access vorab dem 12.09.2024 erscheinen wird das volle Spiel am 17.09.2024. Und dann gibt es natürlich auch noch die Regional Bundles, da hat man dann zum Beispiel das German Bundle, das ist das Starter Pack, also das Trainingscenter in Frankfurt-Fulda. Ne? Kann man dann für, ich glaube, 40 Euro kaufen oder günstiger, ich glaube 40 Euro ist das deutsche Starter Pack. Und dann nochmal markiert es euch auf dem Kalender, der 11. September, Frankfurt-Fulda Preview, ein Tag vor Release des Early Access. Die Videos überspringen wir mal an dieser Stelle. Hier geht es um die West Coast Mainline. Auch das werde ich jetzt überspringen, weil ich glaube, die wenigsten von euch interessieren sich wirklich dafür. So, weiter. Dann geht es hier um den Pendolino, einen Zug mit Neigetechnik. Auch den werden wir hier jetzt einfach mal überspringen. Dann geht es hier um San Bernardino, LA nach San Bernardino. Auch das werden wir überspringen. Vielleicht gucken wir uns die Strecke auch mal zusammen an, aber ja, alles für uns nicht so relevant. Relevant wird aber folgendes sein, nämlich die Kinzigtalbahn, eine Hauptstrecke mit 103 Kilometer Streckenlänge. Hier unten links, das ist Frankfurt, dann geht es hier über diese Überwerfung, einmal über das Gleisvorfeld drüber bis ganz runter nach Fulda. Fulda kennen wir schon aus der Strecke Kassel-Würzburg. Ja, mitgeliefert wird der ICE-T als neues Fahrzeug, die Baureihe 114, fälschlicherweise habe ich gestern gesagt, dass sie einfach nur ein Repaint der 112 oder 143 ist, sie ist natürlich ein bisschen mehr als das und anscheinend hat sich da auch die TG Mühe gegeben, das auch umzusetzen, unter anderem auch mit dem gescheiten Stromabnehmer und die Deluxe Edition wird hier den Flixtrain beinhalten. Genau, hier steht es nochmal, 103 Kilometer zwischen Frankfurt und Fulda Hauptbahnhof. Der ICE-T wird dabei sein, die 114 mit Dostos und die Güterzüge werden mit einem DB Vectron befahren, also Baureihe 193. Hier nochmal ein wundervolles Bild, das kennen wir noch gar nicht vom ICE-T, schön in die Kurve gelegt, sieht sehr, sehr toll aus. Genau, die Deutschlands zweitfrequentierteste Strecke, die es überhaupt gibt, wird jetzt bald kommen. Ja. Also wer von euch schon mal in Frankfurt war, der weiß, wie viel dort los ist. Das ist schon krass. Da ein Kopfbahnhof, das heißt also, man hat auch wenig Zeit. Man macht dann Kopf und fährt dann in die andere Richtung weiter. Das Stellwerk haben wir uns schon angeguckt von Frankfurt, hier mit den Dostos davor. Ich denke mal, die Dostos werden die gleichen sein wie sonst auch. Da gab es ein bisschen Kritik, dass es nicht die Hocheinstiegs-Dostos sind. Was natürlich schade ist, aber das wird es. Ihr wisst ja von vornherein, also wenn das ein Ausschlusskriterium für einige ist, kein Hocheinstiegs-Dostos, dann kaufe ich mir das nicht mehr. Es ist euch gesagt. So. Der ICE-T wird die Neigetechnik haben, der GNT und GST sind verbaut. Das erste Mal dann die Neigetechnik in Kombination mit LZB, was auch ganz interessant sein wird, sodass man halt eben noch ein bisschen schneller fahren darf.
Ja, hier wird noch erzählt, dass es halt schwierig war, 24 Stationen zu bauen. Vor allen Dingen eben der Frankfurter Hauptbahnhof war schwer zu bauen mit der entsprechenden Skyline. Hier ein Bild aus dem DB-Vectron und ja, ne, hier so ein Bild, Frankfurter Skyline, Commerzbank Tower und. Also kann man alles hervorragend erkennen, sieht wirklich krass aus. Noch mehr ICT, Baureihe 114 sehen wir hier auch mit dabei und Vectron in der Deluxe Edition. Die Frage kam, ob man den Vectron sich einzeln kaufen kann. Ja, allerdings noch nicht zum Release von TSW 5, sondern zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Und zwar für, ich glaube, dann 14,99 € oder 15,99 €, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das geht dann auch auf jeden Fall. Genau. Also hier werden auf so ein paar Unterschiede noch eingegangen zwischen den verschiedenen Vectron-Versionen, die wir dann haben. Ne, Flixtron, die AC-Variante, die DB Vectron hat keine LZB, weil sie auch in Realität keine LZB hat. Und dann haben wir die MRCE-Variante mit den 4 Stromabnehmern. Der Flixtron ist halt wirklich nur einer, der in Deutschland eingesetzt werden kann. Dementsprechend hat er auch nur 2 Stromabnehmer. Ihr seht das hier im Dachaufbau, 2 Stromabnehmer. DB und Railpool Vectron haben 4 Stromabnehmer. Genau, ja. Ein paar Unterschiede, auf die hier noch hingedeutet wird. Die Führerstände, die unterschiedlich sind, das hier links mit diesem Aufbau, das ist dann der Flixtron, beziehungsweise nee, gar nicht die DB-Variante hier, ja. Und die Wagen, ne? Ehemalige Interrio-Wagen, komplett neues 3D-Modell, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Dann wird hier über das Starter-Pack geredet, ich habe es euch erklärt, TSW wird kostenlos sein, TSW 5, das Starter-Pack, das heißt also, ihr könnt kostenlos upgraden auf TSW 5, denn ihr könnt alle TSW 5 innerhalb der ersten 30 Tage kostenlos bekommen. Die Strecken muss man natürlich dann zahlen, ne, das ist klar. Zukünftige Add-ons gucken wir uns jetzt auch mal an. Das ist uns an dieser Stelle mal egal, was in den USA und in England passiert, mir zumindest. Hier geht es um die Pfälzische Ludwigsbahn von Mannheim nach Kaiserslautern. Kaiserslautern hier unten links, Mannheim da oben rechts in der Ecke. Freuen sich auf jeden Fall sehr viele Leute darüber. Mehr dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Und was dann auch ziemlich, ziemlich cool ist, die niederländische Strecke Zwolle-Groningen. Hello to Holland. Ich glaube, Holland ist falsch, weil an dieser Stelle, ich glaube, das ist nicht Holland, meine ich, aber egal. Und hier haben wir den Kopplupa. 3D-Modell von diesem Fahrzeug sieht schon sehr cool aus. Ja, kann man sich auf YouTube mal angucken. Tolles Fahrzeug. Sehr, sehr, sehr interessant. Tatami-Line wird hier auch noch so ein bisschen ja, auch nochmal angeteasert von Union Workshop. Nochmal ein paar neue Screenshots, die geteilt worden sind. Ja, Szenerie sieht wirklich toll aus. Ganz viele neue Assets, die verbaut worden sind. Und hier steht dann, the final screenshot provided below is one Union Workshop asked us to highlight, known as the Miyashita Three Brothers. Also Union Workshop hat extra gesagt, hey, bitte zeigt mal diesen Screenshot. Sind nämlich die Miyashita, die drei Brüder Miyashita. A famous train spotting point along Tadami Line featuring 3 bridges within a single picturesque scene. Ne, also von dieser Stelle aus kann man tatsächlich 3 Eisenbahnbrücken gleichzeitig sehen. Dann wird noch gesagt, hier neue Flugzeugmodelle, die reinkommen werden. DTG hat endlich Lizenzen von Airbus, das heißt also gescheite Modelle werden noch ins Spiel kommen. Und wir werden sie auf Frankfurt-Fulda sehen, unter anderem aber auch auf San Bernardino und Great Western Express. Morgen dann Teil 2 der Roadmap übrigens. Neue Schatten, ihr seht's, zack, so sieht das aus mit den neuen Schattentexturen, gefällt mir auch sehr. Transworld VR in New York, auch dazu gibt es an dieser Stelle nicht so viel mehr zu sagen, außer dass es auf dem MetaQuest 2 und 3 gespielt werden kann und Transworld Tycoon auf Roblox als kostenloses Spiel. Genau, dann noch CTS und das war's, genau. Also, gerne Gedanken dazu in die Kommentare. Bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe und wir sehen uns dann morgen zum Teil 2 der Roadmap. Macht's gut, ciao!